wir müssen jetzt, wichtig und richtig, wir müssen jetzt linke Basisarbeit betreiben. Und zwar müssen wir jetzt nämlich Elon Musk und Tesla trash-talken. Das ist wichtig. Das ist effektiv. Also, wir Linken können uns auf eigentlich nichts einigen, außer Elon Musk und Tesla trash-talken. Das sollte eigentlich ein Kernforderungspunkt sein, auf dem wir uns alle einigen können. Elon Musk, Schmutz, Tesla, Elon Musk und deswegen Schmutz. Und deswegen geht's jetzt rein ins Video von Two Bored Guys. Schön Tesla-Schmutz talken. Ich habe sehr viel Lust. November 2019. Corona ist nur ein räudiges Bier und Space Shuttle Elon stellt in Kalifornien sein neuestes Schmuckstück vor. Trucks have been the same for a very long time and we want to try something different. Hey. So immer wenn ich den reden höre, dann krieg ich Kopfschmerzen. Ohne Witz. Immer wenn ich den reden höre, ich krieg so eine kleine Migräne, die sich so rentastet. So, dieser eine Dude, der so nasal seinen eigenen Kopf viel zu tief in seinem eigenen Rektum hat und oh, ich bin heute richtig wichtig, oder? Ich finde den so unangenehm. Ich hasse ihn so. Ich hasse. Für das, was er steht. Ich distanziere mich natürlich vor Hass. So, ja? Für das, wofür er steht. Und der ist. Nee. Wobei, nee. Er versteht gar nicht. Seine Tweets letzt, ne? Er versteht gar nicht, warum hier in Deutschland die Leute die AfD so problematisch wahrnehmen, so. Und was die AfD denn so rechtsextrem macht, so. Bro, halt dich einfach aus deutscher Politik raus, du hast keine Ahnung. Du hast einfach keine Ahnung. Dann schnack da einfach mit Bernd Höcke. To the Cybertruck. Yeah! Amis lieben Pickup Trucks. Je größer, desto besser. On the road again. Da ergibt es natürlich Sinn, dass Daddy Elon mit Tesla seinen eigenen Truck raushauen will. Das ist einfach so ein hässliches Gerät. Das ist einfach ein so hässliches Gerät, als hätte das ein vierjähriges Kind gezeichnet. Guck mal, Mama, ich habe ein Auto gemalt. So ein Ecken und Kanten rein, so. Bro, so habe ich als Kind damals Autos gezeichnet und meine Eltern haben geschmunzelt. Das Cyberpunk-Design ist futuristisch und irgendwie dystopisch wild. Visionär Musk hat mit seinem Edelstahl-Sci-Fi-Gefährt mal wieder einen rausgehauen. I don't ever give up. Ein E-Auto, das... Hässlich, ich finde ihn ikonisch. Und ich hasse Elon. Aber du hast halt keinen Geschmack, ne? Real talk, keinen Geschmack. Aber du bist doch Österreicher, das geht Hand in Hand. Für jeden Planeten gebaut ist. Okay. Es übersteht mühelos alle Elemente. Wasser. Hitze, Kälte oder Gebirge machen ihm nichts aus. Das perfekte Spielzeug für Doomsday-Prepper, die sich auf das Ende der Zivilisation vorbereiten. Und für diejenigen, die sich in ihrer Midlife-Crisis plötzlich als Selbstversorger neu erfinden. Ich hab einfach Feuer gemacht! Der Cybertruck hat ordentlich Kraft, Power, Strength! Ich liebe deren Memes, ne? Ich liebe deren Memes. Ohne Witz. Ich liebe einfach deren Memes-Verwendung. Die sind immer on point, Mann. Wenigen Sekunden von 0 auf 100 km/h, um brutalen Revierkämpfen um Brot und Wasser in der Apokalypse gekonnt zu entfliehen. Und die wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft des Autos, es ist kugelsicher. Oh mein f***ing Gott! Unangenehm! Da ist ein Loch. Und er hat da nur was gegengeworfen. Ja, das ist sehr kugelsicher. Extremst kugelsicher, sogar. Die Präsentation hinterlässt die Welt leicht angecringed zurück. Doch das ist erst der Anfang der Saga des Cybertrucks. Er hat ja Kugel gesagt, nicht Steine. So nämlich. So nämlich. And here we go. It's very rare that our product comes along, people said was impossible, that experts. Darkling, das Jahr ist voll. Vielen Dank für deinen Support. Darkling, vielen Dank. Ehre an der Stelle, Ehre. Said was impossible. It's gonna blow your minds. There is no other truck. This is the only one you need.
Bang, dude. And if you're ever in an argument with Warum schießen die mit Waffen auf Autos? Nur in Amerika. Das ist deren Verkaufsargument, ne? Du kannst sogar mit automatischen Waffen aufs Auto schießen, so. Warum sollte man das wollen? Und warum ist das normal? Du lebst im falschen Land, wenn das eine normale Werbung ist. Also das... Aber gern doch, ich habe mir übrigens einen Alienware gekauft. Oh. Keine Spenden vorerst. An der Stelle muss ich dich auch informieren, dass ich keine Sound Alerts mehr habe, beziehungsweise keine... Harkon! Ehre! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, Harkon! Ich hab's geschafft! Wir haben es geschafft! Ich bin jetzt Partner! Ich bin jetzt Partner! Schön, dass du dich in unserer Runde verirrt hast. Wir trash-talken gerade gemeinsam Elon Musk. Effektiv linke Basisarbeit. Willkommen! Willkommen! Mein fellow Twitch-Partner. Willkommen! Das ist cool, das zu sagen. Another car, you will win. Cybertruck users are reporting injuries from the automatic trunk. Do not get your fingers stuck around. Nur in Amerika! Nur in Amerika! Pass auf, wenn du deinen Finger in den Kofferraum steckst! Guck mal, wie diese Karotte, deine, ne, wie die kaputt geht, wenn du den. Ne, deine Ausbildung ist hiermit beendet. Hätte ich jetzt zum Ritter geschlagen? Ich wurde zum Ritter geschlagen. The Cybertruck hood. I can't even move my finger right now. I might have actually broken it. Let's talk about a recall now on thousands of Tesla Cybertrucks, dude. Admir Alipsa, vielen Dank für die 100 Bits. Cybertruck ermöglicht. Naja, fällt er mir tot. Ja, vielen Dank für die 100 Bits. Mit der Tray. Sir. Nein, ich mache jetzt keine Jokes mehr bei der Hautfarbe. Ich mache jetzt keine Jokes mehr bei der Hautfarbe. Damit lade ich nur wieder ein, dass alle Leute wieder. Nein, das mache ich nicht. Ja. Ich bin jetzt Sir Tray. Von Ragehausen. No problem. Tesla has issued a recall now for nearly 4,000 Cybertrucks. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Warum kann man ihn etwas so geil meme? Ey, es ist... Und ja, die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass der nicht mehr ganz knusper ist, der Brie. Aber warum kann man den so gut meme, Alter? Ein deutliches Ja. The Cybertruck, a vehicle that looks like what happens when you inbreed DeLoreans. This is the ugliest vehicle that's ever been on the road, period. Yeah. Oh. I don't know. I think there's going to be something wrong with the store because it literally looks like it's open. The design looks like a little kid drew it. Talking dog! What the fuck? Their stainless steel cars have orange rust marks. This is all... Deren stainless steel car has orange rust marks. Deren makelloser, halt, ne, nie rostender Stahl hat Rostflecken. Edelstahl am Rosten, der Brie. Edelstahl am Rosten. Ich habe ja noch einen Stuhl, auf dem man nicht sitzen kann, ne? Das ist geil. Das ist geil. Zweck erfüllt. Little orange specks and it is everywhere. Tesla Cybertruck had to be rescued by a Ford pickup after the Tesla got stuck in the mud and snow. What use is a truck if it can't off-road? And now you've got these wheel covers that are... Der Tesla Truck, der neue Truck sein soll, der von einem Ford gerettet werden muss. Das ist genau meine Art Humor. Das ist genau meine Art Humor. Und das Lustige daran ist, wahrscheinlich hat Tesla von der amerikanischen Regierung Fördergelder für die Machart des Teslas bekommen.
und des Teslas, des Cybertrucks bekommen. Und gleichzeitig ist Elon Musk natürlich gegen Sozialismus. Muss man natürlich wissen. Das kann ja nicht sein, dass der Staat in den Markt eingreift. Außer wenn es ihm zugutekommt. Dann ist es wieder okay. Verdammt. Libertären! Cutting into its own tires. How little testing do you have to do? That didn't sound good. A lot of tales of malfunction. So, for example, vehicles dying after traveling just 1 mile. Is this the weight of the magnets or what? Oh my, man, the truck falling apart. Finally, the future will look like the future. But unfortunately, the cyber truck appears to be cyber. Two, four, guts! What kind of things they have? When I find out, they expect me to stop. I'll come for the please that he's back. This is crazy. This is like a movie prop. Endlich wird hier wieder richtig schön auf diese Tesla draufgehauen. Wichtig und richtig. Jared hat jetzt den Gütesiegel, den Harkon Gütesiegel. Ich war doch sowieso Trainee von Harkon. Er hatte schon lange. Harkon hatte die ganze Zeit so die schwebende Hand über mich. Sci-Fi. Es gibt bereits etliche legendäre Videos zum Cybertruck, zum Beispiel von Adam Something, Drew Gooden und Marcus Brownlee. Links findet ihr in der Beschreibung. Space Shuttle Elon hat der Welt mit seiner Präsentation 2019 endlich wieder gezeigt, was für ein Genie er doch ist. You've actually figured out a new way of manufacturing. At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Was macht ApoRed da? Was macht Mois da? Und warum sprechen sie plötzlich Englisch? Aber ja, er glaubt das. Er glaubt das. Und glauben darf man ja bekanntlich alles evidenzlos. Bitte lass ihn ein U-Boot bauen. Gigabrain einfach. Ja. Ich meine, diese ganzen anderen Produktionsexperten, so, aber keine Ahnung, weil Elon Musk glaubt, er ist derjenige, der am meisten über Produktion weiß auf diesem Planeten. So nämlich. Dabei ist er auch nur das Gesicht von diesem Riesenkonzern und lümmelt da wahrscheinlich im Büro nur rum und ums Zahlen durch die Gegend. Also von Produktion weiß er wahrscheinlich genauso viel wie jeder andere Aufsichtsrat oder CEO. Er hat einfach ziemlich lange überlegt, vor der Antwort. Ja, er wollte gucken, wie groß kann er gehen. Und er dachte sich, komm, ich bin der Allergrößte. Prophet Elon, the Musky Man, kündigt damals an, bereits 2021 die ersten Trucks vom Band rollen zu lassen. Musk und Prognosen sind bekannterweise immer ziemlich akkurat. Die 1 Million Tesla Robotaxis, die er uns bis 2020 versprochen hat, sind legit besser als jedes Uber. Oder wisst ihr noch, wie SpaceX, genau wie von Musk prognostiziert, 2010 die erste erfolgreiche Mars-Mission absolviert hat? Ja, stimmt. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Wie smooth Neuralink und der Hyperloop sich mittlerweile... Oh, Neuralink, da sind so viele Affen bei gestorben. Oh, und das einfach nur, weil der Kecko sich in den Kopf gesetzt hat, Leuten den Zugang übers Hirn zum Internet zu verschaffen. Das ist anders komisch, ey. Und die sind nicht gestorben, die sind verreckt. Also wirklich verreckt. Und da Tumoren und in unseren Alltag integriert haben, müssen wir euch nicht erzählen. And honestly, I think it's a lot easier than people think. Und Hyperloop wurde auch von der Regierung stark finanziert. Heißt, ne? Elon Musk findet halt linke Politik gut, wenn sie die Reichen bevorteiligen. Kannst du nicht ausdenken. Der Cybertruck reiht sich zunächst in die lange Reihe leerer Versprechungen ein. Hör nicht auf die Hater, Elon. Ich liebe meine... Einfach
Nerdgirly in a nutshell. Einfach alle Elon Musk Dick Rider. Alle. Alle. Yo. Nerdgirly am Start. Hör dich auf die Hater, Elon. Ich kann das nicht, ey. On point. On point. Junge, das killt mich jedes Mal. Ich hoffe, das bleibt der Running Gag. Ich hoffe, der bleibt uns erhalten. Das dürfen wir niemals. Lurk Girlie dürfen wir niemals vergessen. Tessie Aktien. 2021 wird die Produktion auf 2022 verschoben. Obwohl Musk at this point mehr als jedes andere Lebewesen auf diesem und allen anderen Planeten über Manufacturing weiß. Dann folgt eine Verschiebung auf 2023. Aber zumindest versichert Elon seinen wartenden Kunden, dass die Technology awesome sei. We're gonna have an incredible Cybertruck product for you next year. It's gonna blow your mind. Doch 2023 bleibt der große Launch zunächst wieder aus. Dafür fährt der erste Prototyp für die Massenproduktion vom Band der Gigafactory in Texas. Diversen Fotoanalysten fällt schon damals auf, dass Vorder- und Hintertür scheinbar nicht alignen. Aber hey. Go yourself. Is that clear? Herbst 2023. Warum ist der Kerl so unangenehm? Er wirkt halt einfach wirklich wie ein kleiner Junge in dem Körper eines erwachsenen Mannes. Immer noch weit und breit kein Cybertruck auf den Straßen der USA. Zu diesem Zeitpunkt gab es 1,9 Millionen Pre-Orders für den Wagen. Elon hat es mal wieder geschafft. Der Hype war real. Statt des Cybertrucks hat Musk aber noch ein weiteres für seine Kunden. Der Truck sollte ursprünglich $39.900 kosten. Jetzt wird klar, der Das ist relativ günstig. Das ist doch relativ günstig, oder nicht? Aber wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. So, aber das ist ja relativ günstig für so ein Mörderteil. Der günstigste Cybertruck wird $60.990 kosten. Nevermind. Nur um knapp 50% verschätzt. Nevermind. Kann ja mal passieren. Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Am 30. November 2023 ist es dann endlich so. Einfach mal eben die Preise verdoppelt, ja moin. Ja moin, was? 30.000 Euro? Nein, 60.000. Der günstigste. Ja moin. Weit. Welcome to the Cybertruck Delivery Event. Die ersten Cybertrucks werden an wohlhabende Pickup-Liebhaber mit Namen wie Cletus, Hunter, Earl und Jim Bob geliefert. No. Jim Bob. Der Moment, auf den so viele Kunden so sehnlich gewartet haben, ist gekommen. Nur 3 Jahre Verspätung müsste ein neuer Rekord für Musk sein. Das ist so amerikanisch, ne? Und ich finde alles daran cringe. Ich finde alles daran cringe. Die haben sich doch tatsächlich da in einem riesen Event in Schlange gestellt, um irgendein Auto zu kaufen von irgendeinem reichen Dude. Mit ihm dann Fotos zu machen, als wäre er ein Superstar. Das ist so peinlich. Das ist dieser Heldenkult von wohlhabenden Menschen in Amerika, ne? Das ist so peinlich und so unangenehm. Ich werde es nie verstehen. I do have an issue with punctuality. Das ist richtig. Bei dem stolzen Preis für den Cybertruck ist es Cletus natürlich wichtig, dass sein Baby auch gut versichert ist. Es kann ja schließlich immer mal was passieren. Aber welche Kfz-Versicherung braucht er für sein Schmuckstück? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Abendessens in einem edlen Fischrestaurant im Silicon Valley. Wäre Cletus Deutscher, könnte Clark ihm wahrscheinlich helfen. Clark. Und immer noch, solange ich keinen Partner habe, werde ich jegliche Arten von Werbung von anderen Leuten skippen, weil ich petty bin. Wenn mir nicht gegönnt wird, gönn ich auch nicht! Der Cybertruck wird umgehend zum Celebrity in den USA. Popkulturelle Ikonen wie Kim Kardashian, Jay-Z und Justin Bieber lassen sich mit dem Gefährt ablichten. Jeder, der den Cybertruck spottet, zückt schneller als der Anzeigenhauptmeister sein Smartphone und schießt ein Foto. So, what do you guys think of the Cybertruck? I think it looks sick in person. Very clever. Es sieht auch aus wie ein... Also, dass das Kinder feiern, wundert mich nicht. Es wundert mich nicht. Es sieht halt auch aus... Wie ein Auto, das von Kindern gezeichnet hat. Ich hab's schon mal gesagt, I know. Grüße, hallo Fenja. Minecraft-Auto. And, as you can see, very cool. Der Cybertruck polarisiert und ist ein absoluter Hingucker. The most dangerous thing about the Cybertruck
is the way it makes other people around you on the road behave. Ein Autofahren, Alter. This is the ugliest vehicle that's ever been on the road, period. Look at this terrible looking thing. It looks like something out of a Roblox game. Definitely weird looking. It's like finally a car I can draw. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir sind absolute Autonoobs, auf keinen Fall Experten und durften uns unsere Finger auch noch nicht persönlich von der Motorhaube des Cybertrucks brechen lassen. Natürlich gibt's auch positive Aspekte am Cybertruck. Lenkung gut, Batterie gut, etc. Weil wir jämmerliche Bluepill-Normie-Hater sind, ist dieses Video aber vor allem eine Karl S. Anfassung der vielen Mängel, von denen etliche Kunden in den ersten paar Monaten seit Launch berichten. Die sind nämlich unfassbar funny. What is that actually, Was steckt also hinter der edgy Cyberpunk-Edelstahl-Karosserie, die laut Musk absolut rostfrei ist? Cybertruck owners are upset and filing complaints because their stainless steel cars have orange rust marks. On this hood, once I get a little bit closer, you can see this is all little orange specks and it is everywhere, not just on the hood of this truck. But you also just have like no hubcaps and no nut covers and a little bit worrying, but that's the way it is right now. Allgemein ist das Auto. Aber das hat man doch. Das hat man doch. Das hat man doch. Das für jeden Planeten gebaut wurde, gar nicht so pflegeleicht. Wir haben uns mal die Bedienungsanleitung angeschaut. Um Schäden an der Karosserie zu verhindern, sollen ölige und fettige Substanzen, aber auch Insekten, Baumharze, Streusalze, Teerpartikel und vieles mehr sofort entfernt werden. Der Cybertruck soll also eigentlich nach jeder Fahrt erstmal gründlich gewaschen werden. Wichtig. So, wie Suppe da reinläuft. Du Bast! Ey, Hugo, hier wird voll viel Blut rein. Außer natürlich, du kaufst noch einen Clear Protective Code für 5K oder wenn du eine andere Farbe dafür haben willst, 6,5K. Mehr Badass und Apokalypsen-Readiness geht nicht. Ja. Aber hey, dafür ist die Karosserie bis zu einer bestimmten Stärke kugelsicher. Der ultimative... Das muss natürlich auch getestet werden, ne? Der Redneck-Test wurde knapp bestanden, der Hochwassertest auch. Look at that. Thing is a beast. Oh my goodness. Rust. Aber wie sieht das Geodreieck von innen aus? The Cybertruck is in every possible way a Tesla on the inside. It's very, very minimal. Die Karre bietet ordentlich Platz für bis zu 5 Personen oder 4 Personen und ihre Gans. Nice. Auf der großzügigen Ladefläche kann Billy Joe auch den Braunbären, den er gerade in einem Bärnackel-Fight erledigt hat, zu seiner Farm transportieren. You eat one of those things, you eat it, it's like, you get charged up. Oder wie Tesla auf der Website schreibt, kann der Truck quasi einen afrikanischen Elefanten transportieren. It's entirely possible. Leider funktioniert der Cybertruck, aber teilweise nicht so gut im Gelände. Oh, where's your traction? Es wird aber dann schwierig, den afrikanischen Elefanten zu transportieren, wenn er nicht in Afrika fahren kann. Oh. Oh. Tommy. Oh, it's coming. It's coming. Oh, isn't it, bro? This refrigerator. You got a lot of overhang. Dude, you're lifting a tire. Schon im Januar beschweren sich etliche Kunden darüber, dass im Offroad-Modus einige Kernfunktionen fehlen. Der Bordcomputer zeigt dann einfach Coming Soon an. Nice. Teilweise wurden Besitzern bei ihren wenige Tage alten Cybertrucks auch einfach mal etliche Critical Errors und Failures angezeigt. Der Fahrer dürfe die Parkposition nicht verlassen, da das Fahrzeug möglicherweise plötzlich die Stromversorgung, die Lenkung und den Antrieb verlieren könne und möglicherweise nicht in der Lage sei, die Feststellbremse anzuziehen. Chillig. Kurz. Chillig. Go f*** yourself. Allgemein ist der Bordcomputer ein eingebauter Kaufmacherzell. Nice! Für viele, gerade am Anfang, teilweise eine ziemliche Shitshow. Es gibt nur wenige Knöpfe im gesamten Auto. So gut wie alles wird über den Touchscreen geregelt. Es gibt auch keine Türklinken. Die Edelstahltüren, die by the way auch nach dem Launch teils nicht mit den Hintertüren alignen, hinterlassen entsprechend schmierige Fingerabdrücke für die Ewigkeit. Disgusting! Um die Klimaanlage zu bedienen, braucht es nur gefühlt 20 Klicks auf dem Touchscreen. I just wish there was climate control buttons like I always do in a car. You have to go into the menus here and then sort of move this stuff around. This is all very Tesla, right? Deutlich praktischer als... Also du sitzt da während der Fahrt und musst dann halt effektiv ein Programm programmieren, nur damit du Klima...
die Klimaanlage moderieren kannst. Klingt clever. Nein, Schatz, lass mich nur mal kurz rechts ranfahren. Ich möchte die Klimaanlage auf Wärme aufheizen. Eklige Normie-Real-Life-Knöpfe, besonders beim Fahren. Im Bildschirm befindet sich auch der sogenannte Rückspiegel, der beim Cybertruck einfach nur eine nach hinten gerichtete Kamera ist, die zum Glück immer funktioniert. I'm going back and forth trying to close it, it won't close, it won't close, it won't close. Oh, it closed! Excellent, let me go sit down and watch it, it pops open. I did drive it around a block while it was open! And I see why you need that rear view mirror, because when the tailgate's down, the camera's showing you the street. The rear view mirror doesn't work whatsoever when the tonneau cover is closed. You can't see anything out of the rear of the vehicle. At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Dieses Auto dürfte auf deutschen Straßen nicht fahren. Aber so heftig nicht. Oh Gott, so heftig nicht. Der Truck ist für seine Größe richtig schnell. Nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Um das zu demonstrieren, lässt Musk einen Cybertruck gegen einen Porsche 911 antreten. Der Cybertruck gewinnt natürlich und am Ende des Werbeclips wird revealed, dass der Truck die ganze Zeit einen Porsche auf einem Anhänger hinter sich hergezogen hat. Es wird eingeblendet, dass die Geschwindigkeit für eine Viertelmeile bei unter 11 Sekunden liegt. Dadurch wirkt es so, als hätte der Cybertruck den Porsche auf einer Viertelmeile abgezogen. Der Kanal Engineering Explained hat das in zwei viel zu aufwendigen Videos debunked und bewiesen, dass der Truck nur auf einer deutlich kürzeren Strecke gewinnen würde. 0 to 60 in 4.3 seconds. That's with an average acceleration of 0.64 Gs. So if the Cybertruck... Also die Werbung hat mich angelogen? Will er damit sagen, mit seinem aufwendigen Video, dass die Werbung mich angelogen hat? Nö, das glaube ich nicht. It's gonna win this race. It's gonna have to do it at the start. Find that about 66% of the vehicle's weight. This is super simple. This is super simple. Einfach wirklich halbe Masterarbeit geschrieben hier. So very clearly, no, Tesla does not win this drag race. Lügenbaron Elon hat mal wieder einen rausgehauen. Der Truck ist aber natürlich trotzdem beeindruckend schnell und der Spot ist nice gemacht. Die krasse Beschleunigung ist einigen der ersten Cybertruck-Besitzern aber bereits zum Verhängnis geworden. Oh, das glaub ich. A couple days ago I'm driving and this goes here. As I'm driving, this slid up and wedged itself. Right there. Die Abdeckung vom Gaspedal hat sich also eingeklemmt und der Truck hat sich dadurch selbst auf Vollgas beschleunigt. Zum Glück konnte der Fahrer bremsen und das Auto sicher... Stell dir vor, du fährst in so steinigen Gebieten wie gerade eben, so. Parken. Standgas, das Problem betraf nicht nur seinen Tesla, sondern war ein Produktionsfehler. Scheinbar wurde Seife als Schmiermittel benutzt, um die Abdeckung auf dem Gaspedal anzubringen. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Tesla muss daraufhin... An der Stelle muss man doch von domestisiertem Terror sprechen. Das Gaspedal wurde mit Seife als Schmiermittel bearbeitet. Was ist das für ein Move? Dass die Leute nicht reihenweise gestorben sind, Alter. Lehre bei Boeing. Boeing ganz stolz da an der Stelle. Alter. Wobei, man kann ja fast froh sein, dass es nicht Panzertape war, ne? Das ist halt... Aber er weiß am meisten von Produktion auf dem ganzen Planeten. Alle knapp 4000 Trucks, die bis April geliefert wurden, nachbessern. Alle. Auch an anderer Stelle kann der Cybertruck für seine Besitzer ziemlich gefährlich werden. Do not get your fingers stuck around the Cybertruck hood. Der Keil ist, by the way, in Europa nicht zugelassen, weil er Crashtest-Ware wie ein Panzer hat. Ja, Werte wie ein Panzer hat, ja. Das wundert mich gar nicht. Nicht nur das, auch die, also seine, der hat keine Frontkamera, hat keine Rückkamera, oder keine Rückspiegel. Oder der Rückspiegel funktioniert nicht, wenn die Blende da zu ist, so. So, dann, der hat so viele Mängel.
Also so viele Mängel. Ich glaube nicht, dass das auf deutschen Straßen erlaubt wäre, das Ding. Selbst wenn die Crash-Test-Werte besser wären. Allein die Sicherheitsgefahr, wenn es um den automatischen Kofferraum geht, so. When the front closes on things, right now it's not very safe. Ouchie. Next. Einen Influencer haben diese Videos nicht abgeschreckt, er hat einen Selbsttest gemacht. Warum? Amerika beweist einfach immer wieder. Joe Faye, my Cybertruck broke my finger, 2024. Die Dummheit der natürliche Selektion, ja. Die Dummheit kennt keine Grenzen. Oh. Okay, I can't even move my finger right now. I might have actually broken it. I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Aber dafür ist im Cybertruck einer der größten in Serie produzierten Scheibenwischer der Welt verbaut. It's just crazy. The thing is like a giant wet noodle. I mean, it's absolutely insane. More about manufacturing. Die nasse Nudel ist am Start. Auf viele weitere Features warten Kunden aktuell noch. Es fehlt der versprochene Akku, mit dem sich die Reichweite je nach Modell um etwa 210 Kilometer erweitern lässt. Es fehlt der extra Scheinwerfer über der Windschutzscheibe, die richtigen Felgen und das Autopilot-Feature. You paid for autopilot, you don't get it. You paid for that back. Alles ein verdammter Scam, ne? Ohne Scheiß. Das ist ein Scam! Das ist so toll! Du bezahlst für Leistungen, die einfach nicht liefern. Und diese ganzen Superfans, die hinterfragen das gar nicht. Das finden die in Ordnung, dann warten sie halt lieber. Das ist alles so ein Scam. Battery doesn't exist yet. You paid for the light on top, it's not there. Manufacturing. Dafür kann man sich aber etliche absolut nutzlose Add-ons kaufen, die gar nichts bringen, aber dafür teuer sind und dich auf Tag X vorbereiten. You know, you never know. I mean, sometimes you get these like late civilization vibes. You know, you never know when the apocalypse could come along at any moment. Dank Leuten wie ihm. Dank Leuten wie ihm. Die Zombie-Apokalypse bricht aus. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Die Weselys hatten die ganze Zeit recht. Dein Name ist Mackenzie, du bist Anwalt im Ruhestand und Ice Road Truckers ist deine Lieblingsserie. Als stolzer Cybertruck-Besitzer mit ordentlich Munition auf der Ladefläche machst du dir keine Sorgen. Dein Cybertruck... Aber wenn die Gesellschaft zusammenbricht, ne, und du bist so ein Freak, der glaubt, dass das passieren wird und kaufst dir deswegen einen Cybertruck. Woher die Ladestation? Woher die Ladestation? Das ist ein Elektroauto. Unabhängig davon, dass bei einem Netz dabei, dass bei einer Apokalypse Treibstoff generell extrem teuer und schwierig zu bekommen wird, so, und nicht nachhaltig ist, so. Aber Broski, weil halt große Big Fabriken und Industrie natürlich auch zusammenbricht und dann halt Petroleum auch irgendwann einfach dann nicht mehr erhältlich ist und so, ne? Oder zugänglich, weil muss ja auch raffineriert werden und alles, ne? Aber Elektro und die Batterie, der Lebenszyklus der Batterie ist ja auch nicht ewig, also. Woher Ladestation? Truck hat nämlich einen Bioweapon-Schutzmodus, der im Auto integriert. Nee, hier, ne? Für die gerade, ne, für Dingens hier, der hier gerade schreibt im Chat so, und wenn eine A-Bombe fallen, wenn A-Bomben fallen, wird Elektronik gefried. Nee, der hat einen Bioweapon-Schutz. Na, wahrscheinlich ist das auch Sicherheit gegen Atomwaffen. Oh, so nämlich. Einfach mal vorausdenken. Das kannst du alles nicht ausdenken. Das kannst du dir alles nicht ausdenken, Mann. Grete HEPA-Filter schützt vor 99,9% Partikeln in der Luft. Der Filter gibt dir, genauso wie dein 90€ Cybertruck-Sweater, ein warmes, gutes Gefühl, während du mit 230 km/h durch die Zombie-Massen rast. Du machst deiner Familie einen Film im Autokino an. Ihr kommt. Können wir kurz darüber sprechen, dass es einen Cybertruck-Sweater gibt? Warum gibt es einen Cybertruck-Sweater? Kommt langsamer voran als erwartet. Gott sei Dank hast du $3000 in das Cybertent investiert.
Du schnappst dir deinen 290€ Cybertruck-Rucksack und holst die 160€ Cybersoft-Decke heraus, um in den Romance-Modus zu gehen. Du legst deine Kinder schlafen, nachdem du die Rasselbande mit deiner 60€ Cyber-Whistle zusammengescheucht hast. Sie sind müde vom Spielen mit dem 200€ Miniatur-Cybertruck und von den wilden Donuts, die sie mit ihrem 1700€ Cyber-Quad auf dem Parkplatz gedreht haben. Du öffnest dir mit deinem 50€ Cybertruck-Flaschenöffner dein 150€ Cyberbier. Schmeckt noch wässriger als damals in der Zivilisation. Oh. Wenn ihr euch... Es gibt sogar Bier. Alter, ich verstehe das alles. Das, ey, Amerika ist doch verloren, Alter. Merch kann der Musk. Amerika ist verloren. Also eigentlich wirklich. Unsere Gesellschaft, der Westen ist gescheitert. Wir können alle aufgeben. Kapitalismus ist Kapitalismus hat. Wir müssen Kapitalismus überwinden. Es ist zu spät. Es ist vorbei. Der Traum vom Kapitalismus ist vorbei. Es geht nicht mehr. Wann Kommunismus? Es ist vorbei. Es geht nicht mehr. Nach all dem fragt, wann kann ich endlich mit dem Cybertruck über die gute deutsche Autobahn fetzen? Yeah. Es sieht aktuell eher schlecht mit der Zulassung aus. Wichtig und richtig. TÜV sagt nein. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass der Cybertruck in seiner jetzigen Form bei uns auf die Straßen darf. Wichtig und richtig. Er könnte nicht nur für die Fahrer, sondern wegen seiner Keilform auch für Fußgänger eine Gefahr sein. Next up are the A-pillars. They have the worst visibility on the left and right of the vehicle of any car I have ever driven. You pretty much can't see anything right there. So if there's a Das Auto ist einfach gebaut worden von jemandem, der nicht weiß, was Autofahrer brauchen. Also von jemandem, der keine Ahnung von Produktion hat. So sehen Autos aus, die vom Designer gebaut und abgewickelt von Anfang bis zum Ende werden und die nicht gedacht wurden zur Nutzung, sondern einfach nur cool aussehen sollen. Aber es sieht cool aus. Genau. Genau. Bike or a motorcycle, it's pretty dangerous, honestly. Wenn es in den USA immer noch 1,9 Millionen Vorbestellungen geben sollte, würde es wahrscheinlich sowieso erstmal ein paar Jahre dauern, bis irgendwas für den Rest der Welt produziert werden könnte. Seit Dezember wurden gerade mal ein paar tausend Cybertrucks produziert. Musk will die Produktion langfristig auf 200.000 Trucks pro Jahr hochschrauben. LOL! At this point, I think I know. Der braucht ja ewig, nur um die Pre-Order dann auszufüllen. Die warten ja dann Jahre für ihr Auto, Alter. Wenn der jetzt erst... Also das ist doch da ewig, Alter. About anyone currently alive on Earth, then manufacturing... Ja, dass es zu Produktions- und Softwarefehlern kommen kann, ist in der Autoindustrie natürlich zu einem gewissen Grad normal. Tesla hat viele der Mängel durch physische Fixes und Software-Updates natürlich umgehend behoben. Aber auf uns wirkt der Launch des Cybertrucks dennoch wie ein absoluter Joke. It's very rare that a product comes along people said was impossible, that experts said was impossible. It's a really interesting new way of looking at what a car is. You know, there's a lot of stuff in that thing for a 9-year-old. And all men have a mental age of 9. Es ist ein unnötiges Spielzeug für Menschen, die gerne extrem große, extrem auffällige Autos fahren und so Amerikaner halt. So tun, als wäre ihnen Funktionalität wichtig. Man will so wirken, als würde man regelmäßig im Selbstversorger-Style Bäume fällen und wild campen, parkt in Amerikaner der Garage halt. Des großen Einfamilienhauses in der bewachten Wohnsiedlung und hängt danach zu lange in den falschen Subreddits ab. Amerikaner halt. Das war's mit dem Video. Schaut nach links und rechts und achtet auf heranrasende, unkontrollierte Cybertrucks, wenn ihr über die Straße geht. Checkt unbedingt Clark ab. Let's get this party started. Feiert gut und finally, the future will look like the future. Case closed. Ich habe so harte Schmerzen, Freunde der Sonne. Ich habe so harte Schmerzen. Dieses Video war ein absoluter Fiebertraum. Cybertruck, ein absoluter Fiebertraum.